So, ich werde euch jetzt die erste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt mal vorrechnen. Bitte schaut es euch an, schreibt es euch ab, stellt in der nächsten Stunde gegebenenfalls Fragen, damit ihr dann die anderen Aufgaben auch lösen könnt. Die erste Aufgabe auf dem Blatt hat leider nicht überall die Nummer 1, aber ich denke, das ist kein Problem. So, die Aufgabe lautet ja, das Löslichkeitsprodukt von AgBr beträgt 10 hoch minus 12. Wie viel Gramm AgBr lösen sich in 1 Liter Wasser und in 1 Liter 0,1 molare Silbernitratlösung? Daraus ergibt sich, dass ich hier erstmal zwei Aufgaben habe, nämlich die Frage ist, wie viel Gramm AgBr löst sich erstens in 1 Liter Wasser und zweitens in 0,1 Mol pro Liter Silbernitratlösung. Die zwei Aufgaben werden wir uns mal also getrennt anschauen. Ja, bei jeder Aufgabe zum Massenwirkungsgesetz ist eigentlich Pflicht, immer die Reaktionsgleichung aufzuschreiben. Das machen wir. Bei diesem Vorgang handelt es sich ja um das Lösen, das heißt, dass ich einen Feststoff habe, hier das Silberbromid, das sich auflöst und ich freie Silber- und Bromid-Ionen habe. Natürlich, diese Ionen liegen schon vorher vor, aber eben beim Löslichkeitsprodukt wird diese Dissoziation betrachtet. So, und dann brauche ich noch meine Gleichgewichtskonstante KL für das Löslichkeitsgleichgewicht. Und die lautet ja hier Ag plus, also Konzentration Ag plus mal Konzentration Br minus. Nochmal zur Erinnerung, beim Löslichkeitsgleichgewicht KL verzichte ich ja auf das Br, die Konzentration AgBr zu verwenden. Beim allgemeinen Massenwirkungsgesetz würde ja dann hier unten drunter noch stehen Konzentration von AgBr, aber für die Löslichkeit brauche ich eine gesättigte Lösung, das heißt, ich habe Feststoff AgBr in der Lösung mit drin und damit lasse ich die hier weg, denn die Konzentration ist eben dann konstant. So, nächster Schritt ist immer wieder, was ist gegeben, was ist gesucht. Gegeben ist natürlich mein KL. 10 hoch minus 12. Eigentlich müsste da noch eine Einheit hinten dran stehen, aber das beachten wir mal jetzt nicht. Und gesucht ist natürlich die Konzentration an AgBr, beziehungsweise, naja, es stimmt nicht ganz, wie viel AgBr ist gelöst. Und wie viel gelöst ist, kann ich ja daran erkennen, wie viel von dem hier vorkommt. Und deshalb suche ich eben die Konzentration von Ag plus und die Konzentration von Br minus. So, beide kenne ich nicht. Also müsste ich Variablen dafür einsetzen. Ag plus setze ich mal gleich x. Und jetzt ist es ja so, dass ich hier bei dieser Dissoziation ein Ag plus und ein Br minus bekomme. Das heißt, das ist identisch. Ich habe also gleich der Konzentration von Ag plus bei der Konzentration von Bromid-Ionen, also ist das auch x. So, wenn ich das Ganze dann habe, fange ich also mal an und setze das hier in meine Gleichung ein. 10 hoch minus 12 und Konzentration, das war jetzt falsch. Konzentration sind ja x und x. Und ich habe also x Quadrat ist gleich 10 hoch minus 12. Geht einfach zu lösen. Wenn ich so rein quadratische Gleichung habe, einfach die Wurzel ziehen und die Wurzel aus 10 hoch minus 12 vom Taschenrechner berechnen lassen. Das gibt, oder man kann es auch im Kopf rechnen, wenn man in der 10. Klasse in Mathe aufgepasst hat, bei den Potenzgesetzen 10 hoch minus 6.
So, und jetzt schreibe ich mal die Einheit hinten dran, Mol pro Liter. Das ist ja eben eine Konzentration, was ich hier habe, ne? Also brauche ich die Einheit Mol pro Liter. Frage ist aber, wie viel Gramm AgBr lösen sich? Das heißt, ich muss meine Konzentration, die ich hier berechnet habe, umrechnen in, ja, in eine Massenangabe. Und dazu brauche ich natürlich eine spezielle Gleichung. Ich schreibe das Ganze jetzt mal als Nebenrechnung auf. Nämlich, was ich hier brauche, ist die Masse und Masse und Stoffmenge. Upsala, Konzentration. Was rede ich? Das ist ja, ja natürlich, das ist eine Konzentration. Jetzt muss ich die Masse berechnen. Das heißt, ich muss zum einen die Formel anwenden, C ist gleich N durch V. Das heißt, wie viel von dem Stoff, welche Stoffmenge ist in wie viel Wasser gelöst. Das ist ja so, das haben wir eigentlich direkt vergessen. Hier oben müssen wir das noch dazu schreiben. Ich habe ja auch noch gegeben, V ist gleich 1 Liter V Wasser. Und dann kann ich das jetzt hier als erstes mal machen, dass ich die Stoffmenge ausrechne. N ist gleich C mal V. Ja, das ist jetzt wirklich nicht so kompliziert, sind gerade C noch minus 6 Mol mit dem C noch minus 6 Mol pro Liter mal 1 Liter hebt sich jetzt hier auf. Das ist also meine erste Zwischenrechnung. So, und der zweite Schritt. Ich muss jetzt noch Gramm berechnen. Und da verwende ich die Gleichung Stoffmenge N ist gleich Masse durch Molarmasse. Und die Molarmasse, die muss ich mir eben ausrechnen. Mithilfe des Periodensystems. Molare Masse bedeutet ja, wie viel wiegt ein Mol dieses Stoffes. Wo so, quetsche ich es mal irgendwo hin? Na, machen wir mal vielleicht das hier unten. Schreiben wir es doch durch hier hin. So, molare Masse von AgBr. Dazu gucke ich im Periodensystem, wie viel wiegt ein Atom Silber und ein Atom Brom. Und der Wert übertragen ergibt dann gerade die molare Masse. Ich habe hier mein Periodensystem und da sieht man Silber, das sind etwa 108 U und beim, wo sind wir, bei Brom etwa 80 U macht zusammen 188 Gramm pro Mol. Wir schreiben es aber nochmal auf. Also das waren 108 plus 80 in der Einheit Gramm pro Mol. So, und jetzt rechne ich da eben weiter und muss die Gleichung noch umformen. Das wäre dann m ist gleich n mal m. Also 10 hoch minus 6 Mol mal haben wir 188 Gramm pro Mol. Das kommt hierher. Das kommt von da oben. So, und das rechnet man dann eben mal aus, beziehungsweise lässt es den Taschenrechner machen. Beziehungsweise eigentlich kann man es auch so direkt hinschreiben, weil das ist ja eigentlich nur eine Kommaverschiebung, nämlich 0,00188 Gramm oder Milligramm, das heißt 1, 2, 3 Stellen nach rechts verschieben, das Komma sind also 0,188 Milligramm. Also Ergebnis, es lösen sich 0,188 Milligramm AgBr in 1 Liter Wasser. Ist nicht so sonderlich viel, ne?
Ups, gerade verrutscht. Das ist die Lösung. Ja, ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen klar. Wir machen jetzt die zweite Aufgabe. Vom Prinzip funktioniert sie genauso, nämlich ich habe wieder die Reaktionsgleichung und die Formel und das bereite ich mal kurz vor. Und jetzt wieder die gleichen Überlegungen, was ist eigentlich gegeben. Dass das KL gegeben ist, schreibe ich nicht mehr auf. Gesucht, das ist allerdings noch wichtiger. Oder mal vielleicht so gegeben. Siehe Teil 1. Und gesucht, ja, was ist gesucht? Ich suche ja eigentlich auch wieder die Konzentration aus Ag plus und Br minus. Allerdings habe ich jetzt die Aufgabe ein bisschen anders, denn ich habe ja kein Wasser, in dem ich mein AgBr lösen will, sondern, und jetzt ist das hier das Wichtigste, ich habe Silbernitratlösung. Das heißt, wenn ich, oh, ein Fehler macht sich gerade. Also, wenn ich von diesem Löslichkeitsgleichgewicht ausgehe, dann kommt mein Silber nicht nur vom Silberbromid aus hier, sondern ich habe ja auch noch Silber hierher. Aus dem sowieso schon vorhandenen Silber der Silbernitratlösung. Das heißt, ich muss eben jetzt ein bisschen anders vorgehen. Das Prinzip zu sagen, es ist etwas in der Menge X da, bleibt natürlich erhalten. Nur wenn ich sage, ich gehe von X, naja, vielleicht eine andere Farbe, von X AgBr aus, die jeweils X und X Ag plus bzw. Br minus bilden, dann kommt ja hier noch etwas dazu. Das heißt, ich habe x von dem, was ich dazu gebe, aber eben auch noch hier etwas beim Silber, womit nehme ich diese plus 0,1 Mol pro Liter. Also das da. Das spielt da auch noch eine Rolle. Mal gerade, was hoffentlich sieht. So. Und vom Prinzip ist es jetzt genau das Gleiche. Ich muss eben nur beachten, dass ich ja schon Silberionen in der Lösung habe. Wenn ich also eine bestimmte Menge AgBr dazugebe, kommt das, was schon vorhanden ist, bei der Rechnung eben noch dazu. Ansonsten geht es genauso weiter wie bisher. So, ich habe gerade mal alles eingesetzt. X plus 1 für das Ag plus und X für Br minus. Das Ganze wird ausmultipliziert, vergesst nicht, Klammer mit einer Summe, beide Summanden werden einzeln mit dem x multipliziert. Das hier, nächster Schritt hier ist, dass ich minus 10 hoch minus 12 rechne, damit das hier 0 ist gleich steht. Dann kann ich nämlich die Picot-Formel anwenden. Ich schreibe die Picot-Formel gerade nochmal auf und dann geht's weiter. So, nachdem ich die Picot-Formel hier habe, schreibe ich das Ganze nochmal auf und setze alles ein. Die Hälfte von 0,1 ist 0,05 und 0,05 zum Quadrat und minus Q heißt es hier, da Q negativ ist, kommt also da plus 10 hoch minus, hupsa, da 10 hoch minus 12 hin. Ich sehe gerade, ich habe mich da ja verschrieben. 10 hoch minus 12. So, jetzt muss ich das eben ausrechnen und ich kriege dann zwei Ergebnisse raus, nämlich diese zwei Werte. Rechne das mal aus. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es kommt hier tatsächlich 0 raus. Der Grund ist, diese 10 hoch minus 2 sind so wenig, dass ich quasi als das Ergebnis dieser Wurzel 0,05 habe, dann habe ich eben einmal 0 und einmal minus 1, fällt weg. Und hier ist es natürlich so, was bedeutet das? x1 ist gleich 0 oder x ist gleich 0? Es bedeutet, in dieser Silbernitratlösung löst sich kein Silberbromid mehr. Es sind schon so viele